Ich. Und ich bin einfach nur ein Kerl, der die ganze Zeit irgendwo rausschreit. Ja! Tom! Und ich jogge, Hast du was gegen Blaue? Hast du was gegen Schwarze? Lass dich in Ruhe, du Fotz! Ja, oh, ich wollte die lesen. Na, ey, darf ich mal den Joker lesen? Nein! Ach, Mann. Oh, er wird... Oh, da wird mir jetzt so eine tolle Stimme einfach. Er wird vernachlässigt. Oh. Greggy. Oh, ich hab den Käfer gar nicht gesehen. Ja, die sind halt zu klein. Oh, ich bin da so fail. Was sagt eigentlich deine Mama dazu, damit du jetzt noch zockst? Meine Mutter kann mich mal. Das hab ich gehört! Mami, es tut mir leid! Nicht. Ich hab das im positiven Sinne gemeint. Wie kann man kann mich mal positiv sehen? Ja, du kannst einschalten. Mich mal mit einkaufen nehmen. Hey, einschalten. Ja, schaut meine Let's Plays! Komm, wir holen deine Mutter noch dazu, dann wird das Niveau erst richtig ja! in den Keller gehen. Und wieso? Wenn meine Mutter bei RTL arbeitet? Nein, tut sie nicht. Zum Glück nicht. Nein, bei Super. Oh! Ja, bei dieser komischen Show, dieser komischen Togo-Show da, deswegen, daher habe ich auch diesen Satz. Ihr könnt mich mal einschalten. Togo. Boah, hör auf! Oh, nee. Das ist so dumm. Lernen, lachen, Späße machen, Togo, Togo. Ich hasse dich. Oh. Wie ging nochmal das Lied? Welches? Das Requiem der Geister. Das kam doch auch bei Ben Drowned vor. A, runter, A, rechts, runter, A. A, runter, la, A, rechts, la, runter, la, A. La, la. Ja! Mann, das ist ja langweilig. Wir werden befreit vom Fluch des Ben und werden an den Ort teleportiert, an dem... Oh Gott, sind wir doch nicht bei Ben. Oh. Ben, du schon wieder. Ich bin Ben. Turn me right round. Ich bin Käfer, ich geh da nicht rein. Ich geh da doch rein. Ich bin die Skulltula. Denkt sich wahrscheinlich, warum müssen wir die Drecksarbeit machen? Okay, doch selber. Alter, wie viele Skulltulas hast denn du jetzt schon? So viele, die kann ich gar nicht zählen. Guck ja, doch nach. Mach doch automatisch. So, schauen wir mal. Spannend machen und 75. Yay. So. Genau 25 haben wir heute gesucht, oder? Keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh rum. So. Das war die letzte Skulltula, die wir als Junge gesucht haben. Gefunden haben. Gesucht. Werden wir jetzt zum Mädchen? Ja. Nein. Cool. Oh. Wir werden jetzt zu Selina wie die auch immer heißt. Die eine Göttin da vom Wald. So, wir gehen jetzt mal kurz nach Kakariko, gehen ins Skulltula-Haus und snacken uns da ein paar Sachen und ich hab mir hier irgendwie... Oh, eine Skulltula, genau. Nom,
Om nom nom nom. Dann kommt so ein Chicken. Esse! Essen! Friedhof. Hallo, Papa. Hallo! Oh Mann. Und jetzt nicht ins Loch. Nee, das wäre nur passiert, wenn ich schön weitergegangen wäre. Alter, hab ich gerade hier was gehört? Muss das hier so greggy sein? Ja. Greggy. Ich verfluche Greggy und alle anderen Süchtigen. Portal Error. Bist du Ben oder was? Komm, spiel mit uns. Oh Mann. Was war das? Was? Da war so ein ganz komisches Geräusch. Oh Gott, das erinnert mich an... das erinnert mich an, wie heißt es? Peter Pan, oh Gott. Hallo. Der Fluch ist von mir genommen. 1000 HG ist eine Wette. Gib dir jetzt jeder von denen ein. Machen die etwa Aerobic? Ja. Das ist ja voll erotisch. So, jetzt fehlt nur noch der hier. Was ist das denn hässlich? Das ist... eine Missgeburt. Der ist verflucht, du Dobi. Mach's nicht schlimmer, als es ist, der Arme. Mob. So, ich mach jetzt hier Schluss. Und sagt tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz, ohne mich. Mal sehen, vielleicht ist Marco beim nächsten Mal wieder dabei oder auch nicht. Vielleicht. Auf jeden Fall machen wir das nächste Mal weiter, indem wir als Erwachsener die ganzen Skulltulas suchen. Yay, Skulltulas suchen ist so spannend. Ja. Yep. Das ist es. Und hiermit verabschiede ich auch mich. Und Link verabschiedet sich auch. Link guckt in die Kamera und lächelt. Nö. Die Kamera ist gerade hässlich. Schnell. Oh Gott, ist der hässlich. Ich zwing die Kamera jetzt, mich anzugucken. Ein hässlicher Blaubart. Ich zwing die Kamera jetzt, mich anzugucken. Ich stelle mich nämlich jetzt hier hin. So. Ah, Mist. Versucht die Wand einzurennen. Okay. Meine Augenbrauen sind fast zusammengewachsen. Und ich sehe aus wie McDonald's. Okay. Ich bin ein McDonald's Werbebanner. Ja. Okay, jetzt verabschieden erstmal. Du zuerst, okay. Dann ich. Oder ich zuerst. Weil wir machen gleichzeitig. Drei, okay. Zwei, eins. Tschüss! Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Mit unserem Gastkommentator Marco! Ich hab keine Ahnung, was das jetzt war. Oh, das war ja wohl der geilste Start ever. Es gibt bessere. So, heute werden wir wieder unsere Liste abarbeiten. Yay. Das war die Liste. Und zwar gehen wir jetzt als Erwachsener an den Zora-Fluss und treiben dort seltsame Dinge. Und das nachts. Und das nachts. Aua, ich hab mir die Hand verbrannt!
Und das nachts. Oh Mann. Oh, das wird ja wieder klasse. Ich hab grad irgendwie Lust, Zombies zu verhauen. Und dafür, oh, muss ich noch nicht mal Daisy spielen. Oh, oh. Yay! Yeah. Jetzt der hier. Ja, 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 er ist tot. Ich bin dummer Suchti, ich komm auf dich zu. Ich bin ein Suchti. Das Grüne ist ein Strafbund. Hallo. Wieso lassen die eigentlich solches grüne Dingsteil? Boah, zwei Two Hits, das ist ja lame. Das ist ihr Stoff. Ach, das ist ihr Stoff? Ja. So. Schade, damit man den nicht in den Brunnen schubsen kann oder so. Ja, das wäre irgendwie lustig. Ich frage mich auch, warum man nicht in den Brunnen kann und wieso denn der scheiß Kameramann drin sitzt. Ja, in dem Eimer. In dem Eimer. Ja, schon. In den Eimer. Gehen wir zu den Hüpfis? Nein. Oh. Wir gehen zu den Zorafluss. Warte doch mal, nochmal, Zorafluss sind auch Hüpfis. Ich habe nur so überlegt. So, überlegt, wir sagen gar nicht Hüpfi, sondern Hüpffi. Weil das ein Hüpffi ist und kein Hüpfi. Da hast du aber recht. Ja, wir machen gar niemanden irgendwie oder so. Ja, das ist unsere eigene Entwicklung. Ja. Nein, wir haben viel zu viel Chainsaw Man 16 geschaut. Ja. Boah, guckt mal, ihr One-Hit! Boah, bin ich gut! Oh, ich bin so awesome! Sogar das, sogar das Gras hat Stoff, also. Überall Stoff! Hab ich jetzt echt grad Stoff gesagt? Ja, wir Eigenentwicklung. An Zoras Fluss treibt sich an der Felswand eine Skulltula herum. Klettere die Leiter beim kleinen Nebenlauf hoch, um sie erreichen zu können. Wieso laufe ich gegen die Wand? Okay, das mache ich dann jetzt. Yeah. Ich hüpfe hier hoch. Aber triffst, aber springst voll daneben. Ja. Hüpfen muss gelernt sein. Ja, das muss man schon lernen. Also man muss schon so an die Hüpfi-Universität gehen, um Hüpfi zu lernen. Schon. Oh Mann. Ah. Da ist eine Leiter. Echt? Ja, da unten. Cool. Bringt aber voll gar nichts. So, hier soll jetzt irgendwo was sein. Ich glaube, ich denke mal, ich mache jetzt das hier. Oh, ich höre ja nix. Ich kann es ja vorsingen. La la la! La la la! La 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 la! Ich wette, das von dir war bestimmt viel schöner als das von der Ocarina. Bestimmt. Ja. Ich frag mich, wo das jetzt sein soll. Ah, Hilfe. Warte mal. Treibt sich an der Fels und an der Zuschauer, klettere die Leute beim kleinen Nebenlauf hoch, um sie erreichen zu können. Ach. Jetzt weiß ich sogar mal. Beim Nebenlauf, Leute. Marco, das hättest du mir aber auch sagen können. Du weißt ganz genau, was mit Nebenlauf gemeint ist. Also hättest du mir das doch sagen müssen. Nebenlauf. Hey, ich check's irgendwie nicht. Das ist ein Nebenlauf, siehst du? Ah, okay. Das ist die Leiter. Ich kann in die Unterhose gucken, jetzt nicht mehr. Oh, Bettmeier sein. Der war irgendwie durchsichtig da unten. Ein durchsichtiger. Alles. Möbel die Möb, wir haben's geschafft. Abhaken. Oh, guck mal, wie der Mond abspackt. Ja, voll schnell. Ich bin so ganz schnell. Ich falle auf die Erde. Lauf den Zorafluss nach oben. Bis zu der engen Passage gelangst du, in der die Kamera komisch bewegt. Hier ist eine Felswand an der Skulptur. Nein, Moment. Was?
Guck hier mal, ist an der Felswand eine Skulptur. Ich bin irgend so eine Wand, ich hänge an der Skulptur.